meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Hebein, wenn Sie uns vorwerfen, dass wir die Arbeitslosigkeit kürzen wollen, dann kann ich Ihnen nur sagen, ja, wir wollen die Arbeitslosigkeit kürzen und nicht anscheinend so wie Sie Arbeitslosigkeit noch weiter anfachen, meine sehr geehrte Frau Hebein. Weiter zu meinen Vorrednerinnen. Ich gebe der Frau Kollegin Meinl-Reisinger recht, wenn sie meint, dass der Staat Österreich oder viele auch Teilbereiche und Systeme nicht mehr resilient sind. Ja, es stimmt, aufgrund einer jahrelangen auch SPÖ und ÖVP geiselhaft sind unsere Systeme nicht mehr fit. Aber vor allem auch nicht mehr fit, wenn jetzt ein Massenansturm kommt, wenn 90.000 Menschen, also jetzt mal als Asylanten oder illegale Zuwanderer, zu uns kommen in unser System. Da ist unser Gesundheitssystem nicht fit. Da sehen wir vor allem an den Ambulanzen, in den Spitälern, dass wir für diese Masse nicht mehr fit sind. Wir sind im Bildungssystem nicht darauf vorbereitet, wir sind im Sozialsystem auch nicht mehr vorbereitet. Und vor allem, und das ist ja das Erschreckendste, ist, dass auch unser Bundesheer durch jahrelanges Kaputtsparen der SPÖ nicht mehr fit ist, solchen Maßnahmen in Grenzen Einhalt zu gebieten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als ich den Titel der heutigen Aktuellen Stunde gelesen habe, SPÖ schwenkt um auf ÖVP-Kurs, fand ich das sehr erheiternd. Man könnte ihn auch weiterum fortsetzen. SPÖ und ÖVP schwenkt endlich um auf den FPÖ-Kurs. Das ist ja schon einmal was Positives. Und ich freue mich, dass hier die Verantwortlichen Personen wie Kanzler oder Außenminister endlich eingesehen haben, dass eben diese ganzen Flüchtlingsströme, die aus Syrien kommen, zu zwei Drittel eben nicht von dort stammen, auch nicht vor Krieg fliehen, sondern in unser Sozialsystem einwandern wollen. Aber man muss auch sagen, Worte alleine reichen ja nicht von einem Außenminister Kurz, von einem Kanzler Faymann. Sie müssen endlich Taten beweisen und eines muss auch klipp und klar sein und so muss man auch festhalten, unsere Kapazitäten sind längst erschöpft. Es wird höchste Zeit, dass gehandelt wird und nicht nur schöne Worte fallen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber der Bundeskanzler Faymann versucht ja auch hier, genauso wie der Bürgermeister Häupl, durch Bocksprünge hier auch krampfhafte Kehrtwenden zu vollziehen. Man könnte sagen, das ist vielleicht eine Nervosität vor den Bundespräsidentenwahlen oder vielleicht hat der Regierungschef hier auch seine eigenen Umfragewerte gesehen, wie schnell die in den Keller rasseln. Er begibt sich auf eine Talfahrt. Da muss man sagen, da werden schon manche Streifexperten neidig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber diese Kehrtwende, die hier vollzogen wird, ist unglaubwürdig. Die kauft Ihnen auch niemand ab. Im Wochentakt wird hier anders umgegangen mit dieser neuen Völkerwanderung, die hier auf uns zukommt. Ihre Linie ist auch nicht mehr nachvollziehbar. Der Bundeskanzler ist ja schon wie ein Chamäleon, verfärbt sich jedes Mal, egal wo er hinfährt, sei es jetzt, ob er jetzt in Europa sich für Österreich versucht, stark zu machen. All das ist nicht glaubhaft. Es gibt nur eine einzige glaubhafte Fraktion hier in diesem Haus. Es gibt nur eine glaubhafte Fraktion im Nationalrat, die eine konsequente Linie gefahren ist. Und das ist die Freiheitliche Partei, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unser Sozialsystem ist nicht fit für so einen Ansturm an Menschen. 90.000 Menschen haben letztes Jahr in Österreich um Asyl angesucht. Wenn man das jetzt circa rechnet, dass 40% anerkannt bleiben, viele bleiben subsidiär schutzberechtigt, kommt man auf eine Zahl von in Zukunft 72.000 Mindestsicherungsbezieher. Wenn man davon wiederum denkt, dass zwei Drittel davon in der Bundeshauptstadt dann ansässig wären, sind das 48.000 Menschen und das sind Kosten, die kann Wien nicht mehr tragen, denn 48.000 Menschen in Mindestsicherung bedeuten Mehrkosten im Monat von 39 Millionen Euro. Wenn man das hochrechnet auf ein Jahr, sind das 476 Millionen Euro, das ist fast eine halbe Milliarde Euro, die jetzt belastet werden eben hier in diesem Budget. Und deswegen sagen wir immer wieder, unsere Forderungen sind, dass wir eintreten für eine Halbierung der Kostenhöchstsätze nach der Grundversorgung, eine Umwandlung von Geldleistung in Sachleistung.
Endlich darf Wien die Niederlassungsquote nicht mehr überschreiten und alles in allem kann man sagen, stoppen wir endlich das Anreizsystem für illegale Zuwanderung in unser Sozialsystem.